Hallo zu einem weiteren Video vom Mocycler. Ihr werdet euch vielleicht ein bisschen gewundert haben, warum diesmal nicht ich auf dem Vorschaubild bin, sondern meine Tochter. Hier die Antwort: Es geht um den Bau eines Schmucksteine gefunden. Mädchenmofas. Ich bin schon relativ weit. Auch der Zustand hier ist eigentlich der Zustand, der am Ende des Videos da sein wird. Aber ich habe mir gedacht, um einen kleinen Vorgeschmack zu geben, zeige ich euch schon mal, wie es am Ende aussieht. Ich kümmere mich heute darum, den Motor einzubauen. Es gibt Schwierigkeiten beim Auspuff, hinten das Heck wird noch mal ein bisschen umgebaut. Genau, und dann wurde alles anders. So, jetzt fahre ich mal Vollgas und ich hoffe, man hört es auf der Aufnahme. Was lange währt, wird endlich gut. Die Sparta läuft ohne Knistern. Sicherlich der ein oder andere Tipp für euch mit dabei. Ich habe hier eine zweite Kerbe reingeschnitten. Vielleicht seht ihr schon. Spätestens da sollte es jedem auffallen. Ich würde mich wie immer über ein Abo freuen. Drückt die Glocke, kommentiert. Viel Spaß beim Video. Ja, ihr seht hier zunächst die Sparta Bulli im Originalzustand, so wie ich sie gekauft habe in Holland. Der Zustand war relativ schlecht. Es gab einiges aufzuarbeiten, bevor ich anfangen konnte. So, da steht sie, schon relativ weit vom Zusammenbau. Ich halte mal einmal die Kamera drauf, damit ihr einen Überblick habt, wo ich aktuell stehe. Die Lackierarbeiten sind wie gesagt schon abgeschlossen. Der Motor ist noch nicht dran, der kommt heute. Ich habe ein paar Besonderheiten an dem Mofa, die ich euch jetzt einfach mal kurz zeigen möchte. Als erstes zu erwähnen sicherlich der Umbau vom Lenker. Ich bin hier hingegangen und habe im Prinzip die Lenkeraufnahme komplett neu gestaltet. Ich habe mir hier ein zusätzliches Blech angefertigt mit dem Plasmaschneider, um die Riser hier vernünftig drauf zu kriegen, damit der Lenker auch ein bisschen höher kommt. Von der Sitzposition her sicherlich angenehmer. Bin hingegangen und habe mir hier Hülsen angefertigt, lackiert, damit das Ganze von der Stabilität her auch vernünftig ist. Der Farbton ist diesmal Bayleaf Green in der Kombination mit Candy White. Da habe ich hier beim Tank auch nochmal eine kleine Besonderheit, die heute erst, in meinem Kopf entstanden ist. Ich finde diese Schraube hier relativ hässlich. Die wird im Original durch den Aufkleber verdeckt. Und da war ich heute in einem Drogeriemarkt mit meiner Tochter und habe Schmucksteine gefunden. Und ich finde gerade, weil es ja ein Mädchenmofa ist, kann man, glaube ich, ganz toll solche Sachen einfach mit so einem Schmuckstein mal verdecken. Die passen farblich auch. Muss mal gucken. Denke eher der dunklere Ton. Relativ gut zum Mofa. Und mal schauen. Vielleicht werde ich noch die ein oder andere Schraube damit, ich nenne es mal, veredeln. Nicht übertreiben. Aber hier und da ein Schmuckstein am Mädchenmofa sollte sicherlich drin sein. Was diesmal wirklich schwierig war, ich habe die Schutzblecharbeiten, wer es ein bisschen verfolgt hat, vorgenommen, als noch die alten Reifen drauf waren. Das waren auch 16 Zoll, 2¼, aber die Reifen waren tatsächlich wesentlich schmaler. Und ich hatte jetzt das Problem, dass das hintere und das vordere Schutzblech überhaupt nicht mehr passten. Musste also doch nochmal anpassen. Das hintere mittlerweile läuft gut. Eventuell, wenn ich die Kette spanne und ich hier noch mal ein Stückchen nach vorne komme, weiß ich noch nicht, wie es auskommt, kriege ich noch mal Probleme mit diesem Abstand hier. Am vorderen Schutzblech leider passt der Halter überhaupt nicht, den ich gemacht habe. Ich muss also einen komplett neuen Halter bauen. Ja, aber ich fange heute erstmal an, den Motor drunter zu bauen. Das passiert jetzt als nächstes.
genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Also ich bin hier schon relativ weit hinten, aber die Kettenspannung, die ist bei weitem noch nicht da, wo sie nachher sein muss. So, ich habe die Kette um ein weiteres Glied gekürzt. Jetzt bin ich von der Kettenspannung her in einem sehr guten mittleren Bereich. Die Kette hat eine gute Spannung und hier meine Hülse musste ich noch mal ein bisschen kürzen, um 1,5 cm, damit jetzt gleich das Schutzblech genug Platz hat. Und die ganz spannende Frage, ob dann das Schutzblech da wieder drauf passt, ohne dass es schleift. Ja, es hat funktioniert. Das Schutzblech sitzt echt super, super drauf. Und hier ist genug Platz, um noch ein paar Bewegungen auszugleichen. Ja, wobei ich echt auch viel Nerven gelassen habe, ist mein Kettenschutz. Den baue ich jetzt hier dran. So, der Kettenschutz ist auch montiert. Der hintere Teil ist also nahezu fertig. Jetzt kommt gleich der Auspuff. Eine Gianelli-Rennschleife habe ich diesmal als Auspuff. Den muss ich noch ein bisschen schick machen. Ja, hier und da ein paar Lackabplatzer. Das werde ich jetzt machen. So, hier habe ich einen Halter gebaut für den Auspuff. Der ist normalerweise auf der anderen Seite. Den befestige ich hier einmal. Ah, nein! Ich habe vergessen, da kommt noch ein Distanzstück zwischen. Ganz vergessen. Mit dem hier, damit der Auspuff ein bisschen weiter wegkommt vom Reifen, schraube ich jetzt hier fest. So, Rennschleife ist auch montiert. Richtig bullig darunter. Ja. Hier der Halter nochmal. Jetzt muss er noch vorne festgezogen werden am Zylinder. Aber dafür muss ich an die andere Seite ran. Aber ich würde fast sagen, die Seite habe ich jetzt so gut wie fertig und so langsam aber sicher kann die Lady mal vom Podest. Ich hatte so schön gesagt, ich muss nur noch eben den Auspuff vorne am Zylinder festmachen. Und was ist der Fall? Dieses Loch ist zu groß für den Flansch am Zylinder. So, ich habe hier also ein ganzes Stückchen rausgenommen, damit die Schelle in sich weiter zusammendrücken kann. Und ich habe hier eine zweite Kerbe reingeschnitten, damit sich der Krümmer auch noch weiter zusammenziehen kann. Und nun sollte es eigentlich am Flansch des Zylinderkopfes halten. Hoffe ich zumindest. Ja, unglaublich. Wir haben April. Ich dachte heute Morgen, ich sehe nicht richtig. Sieht aus wie im Winter. Na, gib mal hier meine Optima. Oh, die ist nass geworden. Mann, ich habe die nicht in der Garage gepackt, weil der Platz so eng wird und jetzt hat sie Regen mitgekriegt. Naja gut, muss ich sie gleich mal trocken machen. So, dann wollen wir mal. Ja, ich bin gespannt, ob sie jetzt läuft. Sie springt an, aber die kreischt hoch direkt. Ich habe erst gedacht, dass es irgendwie mit dem Gemisch zusammenhängt, dass es vielleicht irgendwo Falschluft zieht. Aber nachdem ich jetzt alles nochmal auseinandergenommen habe, habe ich festgestellt, dass das Problem der Gaszug / Vergaser ist. Ich zeige euch jetzt auch nochmal im Detail, warum oder was genau passiert ist. Und wenn ihr den gleichen Fehler habt oder das gleiche Fehlerbild, wo ihr auf jeden Fall mal nachgucken solltet. So, wir gucken uns erstmal den originalen Vergaser an, in dem Fall ein 12er. Hier der Bereich, wo der Luftfilter drauf kommt. Und hier der Bereich, wo der Ansaugstutzen eingeführt wird. Alles super. Ne? So, und jetzt zeige ich euch mal den Vergaser, den ich an dem Mofa verbauen wollte. Und mit dem dieses Problem auftritt. Also hier kommt der Luftfilter dran. Und vielleicht seht ihr schon. Auf der Seite kommt der Ansaugstutzen dran und spätestens da sollte es jedem auffallen, der Gaskolben steht viel zu weit oben. Die Standgasschraube ist komplett rausgedreht, mehr geht nicht.
Und der Kolben ist trotzdem noch ein ordentliches Stück geöffnet. Also da ist klar, sobald da ein Zündfunke entsteht und hier Sprit angesaugt wird, dreht die sofort hoch. Ja, was ist passiert? Kann ich euch auch sagen. Ich drehe mal eben den Vergaser auf. Ich habe mir einen Gaszug aus dem Zubehör bestellt. Ich weiß nicht, wie der gebaut ist, dass der da überhaupt nicht reinpasst. Ich habe mich schon gewundert beim Einbau. Ich habe den gar nicht richtig in den Kolben reingedrückt gekriegt. Ihr werdet wissen, was ich meine. Aber hier seht ihr schon, der ist echt spack drin. So, und da ist das Problem. Der sitzt schon drin. Ne? Man kann jetzt hier auch, ups, das sind die Schrauben. Man kann jetzt hier auch nicht diesen Nippel weiter reindrücken. Der sitzt also. Aber ich habe das Gefühl, meine Güte, die Schrauben fallen alle raus. Was heißt das Gefühl? Es ist tatsächlich so. Der passt erstmal original, ich habe den schon ein bisschen abgeschliffen, original kaum in die dafür vorgesehene Führung. Und wenn man ihn dann rüber drücken will, dann müsste der eigentlich viel weiter einschnaggeln. Also der Gaskolben müsste noch ein wesentliches Stück weiter runterkommen. Tut er aber nicht. Ja, insofern ist dieser Gaszug und zugegebenermaßen dieser Vergaser aus dem Nachbau, keine Frage, ist kein Original Bing, aber nicht kompatibel. Es funktioniert nicht. Und ich könnte echt kotzen, weil ich dafür locker 1,5 Stunden Zeit verbraucht habe. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt einen originalen Bing-Vergaser rangemacht, andere Düse reingemacht, aber eine 46er drin. Ich habe jetzt eine 50er reingemacht, 46er schien mir irgendwie zu klein. Ich bin gespannt, ob sie jetzt läuft. Das ist auch noch nicht so. Ja, ich würde sagen, sie läuft. War tatsächlich das Vergaserproblem. Ja, mit dem Vergaser läuft sie jetzt. Ich bin echt glücklich. Jetzt kann es mit den anderen Teilen weitergehen. Die Lampen müssen angebaut werden. Ja, und vorne Schutzblech. Also, weiter geht's. Bevor ich die Lampen am Mofa einbaue, teste ich es lieber einmal nochmal an der Werkbank, ob die Lampe an sich auch funktioniert. Genau, ob die Lampe funktioniert. Damit schließe ich nachher am Mofa aus, dass ich irgendwo ein Verkabelungsproblem vielleicht übersehe, beziehungsweise dass die Lichtspule vielleicht auch gar nicht richtig funktioniert. Also jetzt weiß ich schon mal definitiv, dass die Lampe funktioniert. Ja, auch diesmal habe ich mich wieder für mein Lieblingsrücklicht entschieden. Einmal eine Rücklichtfunktion und einmal eine Bremslichtfunktion. Und damit es ein bisschen heller wird, nehme ich natürlich, weil es Mofa ja keine Bremslichtfunktion hat, nehme ich natürlich den roten Draht und nicht dieses für 6 Volt relativ schwache Rücklicht. Genau. So, hintere Lampe und Kennzeichen ist auch montiert. Jetzt geht es noch ans Verkabeln. Da habe ich im Übrigen auch ein echt schönes Utensil gefunden, nämlich hier so Kabelclips. Klebstoff hier auf der Seite. Und damit kann man super die Kabel hier verschwinden lassen. Und dann sieht man nahezu nichts vom Kabel. Vorne die Lampe ist jetzt auch schon dran. Auch richtig schick. Durch Zufall passt natürlich der Grünton tatsächlich mit dem Ton der Mofa. Ich gucke mal, ob ich noch ein Tacho einbaue, vielleicht auch ein digitales. Mal schauen.
ja, hier ist noch ein kleines Malheur passiert. Was heißt ein Malheur? Also da merkt man wieder, wenn man in China bestellt, ist echt eine Katastrophe. Die Schrauben hier, die sind viel zu kurz. Ich habe mich vorhin aufs Mofa gesetzt, wollte die antreten, da ist meine ganze Lenke abgebrochen. Nicht abgebrochen, aber abgegangen. Jetzt musste ich hier erstmal längere Schrauben reinmachen, damit die nötige Stabilität hier auch gegeben ist. Die sind nur so ein Mini-Stückchen ins Gewinde gegangen. Also die hier muss ich auf jeden Fall auch noch austauschen. Das ist mal gar nichts. Also müsst ihr aufpassen, wenn ihr euch auch so Riser aus China holt. Ihr müsst definitiv die Schrauben austauschen. Sonst kann das echt gefährlich werden. Kommen wir nun zur Elektrik. Ich arbeite eigentlich ganz gerne mit diesen Schrumpfschläuchen. Hier und mit diesen Verbindungsstücken, mit diesen Lötverbindungsstücken, die erhitzt man. Also man steckt von beiden Seiten die Kabel hier rein und erhitzt dann hier den mittleren Bereich, den äußeren auch. Das hier verlötet sich dann mit den Drähten und der Rest schrumpft einfach zusammen, ist wasserdicht und hält echt bombenfest. Und gerade diese dünneren Verbindungen hier kann man auch wirklich sehr schön verstecken. Ja, obwohl es nicht viele Kabel sind, ich habe jedes Mal so ein Groll davor, mich mit dem Kabelsalat zu beschäftigen, auch dann die Kabel alle vernünftig zu verstecken. Hier nimmt sich wahrscheinlich den Bereich hier hinter. Masse habe ich mir jetzt auch schon gelegt, die Masse hole ich mir hier vom Rahmen. Muss mal gucken, ich muss auch noch den Ausschalter bauen, der dann anschließend hier mit dem schwarzen Kabel aus der Zündung verbunden wird. Den hatte ich bei der letzten Sparta hier, ich glaube, hier hingebaut. Hier ist allerdings jetzt kein Loch dafür, was sich anbietet. Das ist mir zu tief. Also gehe ich mal davon aus, weil ich mir hier auch die Masse hole und hier der Kontakt ja auch stattfinden muss mit dem Ausschaltkabel, dass ich hier mir den Ausschalter hinbaue. Aber da kommen wir gleich zu. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, den Kabelsalat hier anzuschließen. Und ja, ich würde sagen, ich halte die Kamera gleich wieder drauf, wenn es darum geht, den Ausschalter zu bauen. Ich kümmere mich jetzt nochmal ums Schutzblech. Die hatte ich ja geschrieben, die Problematik war, dass die Reifen zu breit sind und die Halterung, die ich gebaut habe, ist einfach nicht lang genug. Ja, dazu habe ich mir jetzt 0,5 mm Stahlblech schon mal ausgemessen. Ich habe es 2 cm breit gemacht. Das schneide ich jetzt erstmal mit einem Plasmaschneider und versuche dann, dieses Blech vernünftig zu biegen. So, ich habe mir jetzt aus diesem Stück Blech schon entsprechend die Mitte ausgesucht und dann die Biegung schon mal vorgenommen, die Schutzblech hat. So, jetzt gehe ich hin und schneide die Halter hier noch ab, weil da ist der Platz einfach nicht für da. Wenn ich hier jetzt eine Schraube durchmache, dann schleift es mir wahrscheinlich schon wieder am Schutzblech. Insofern würde ich ganz gerne hier oben die Befestigungsschrauben reinmachen und dann von hier unten kontern. Nach gefühlt 20 Mal an, dran, ab, dran, ab, dran, ab. Habe es jetzt endlich hingekriegt, dass der Reifen vernünftig läuft.
der Reifen läuft frei und sieht auch aus der Ferne betrachtet richtig heiß aus. So, ja, im Prinzip, jetzt kommt noch der Deckel drauf von der Lichtmaschine und dann mache ich mich an die Schmucksteine und dann ist das Mofa fertig. Genau, und dann wurde alles anders. Ich habe die erste längere Probefahrt gemacht und habe dabei festgestellt, dass bei den höheren Drehzahlen irgendwann ein Knistern entsteht. Da der Motor dann warm war, habe ich mir gedacht, das hängt mit dem Kondensator zusammen, weil irgendwo war mir klar, das muss an der Zündung liegen. Ich habe dann den Kondensator ausgetauscht, bin wieder eine Runde gefahren und als das Mofa wieder warm war, ich sag mal so ungefähr nach einem Kilometer, wieder dieses Knistern. Ich fahre jetzt gleich einmal mit dem Mofa, zeige euch mal dieses Knistern. Ich hoffe, es ist auf der Kamera dann auch zu hören. Und ja, mich würde mal interessieren, was ihr meint, was kaputt sein könnte. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine neue Zündspule und einen neuen Zündkontakt bestellt, weil beide auch mittlerweile nicht mehr ganz so gut aussahen. Ich bin gespannt. Aber jetzt erstmal aufs Mofa. So, jetzt ist es warm gefahren. Gerade habt ihr gehört, da war wenig bis ja, eigentlich gar nichts zu hören. Aber jetzt fahre ich mal Vollgas und ich hoffe, man hört es auf der Aufnahme. Ja, passend zum Wetter, was lange währt, wird endlich gut. Die Sparta läuft ohne Knistern. Ich habe jetzt echt 3 Tage lang daran rumgeschraubt. Ich habe die komplette Zündung erneuert, eine neue Zündspule, neuen Zündkontakt, den Kondensator ausgetauscht. Keine Veränderung. Das Knistern war nach wie vor da. Dann blieb eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass es der Kolben ist, beziehungsweise die Kolbenringe. Ich habe da neue Kolbenringe auf den Kolben gemacht, dann passte dieser Kolben nicht mehr in den Zylinder. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe die ganzen Riefen schön sauber geschliffen. Es passte nicht. Dann habe ich einen anderen Kolben reingemacht, damit lief die wie ein Sack Nüsse. Da ging auch gar nichts. Und dann habe ich glücklicherweise noch aus dem Fundus auch einen 37-98er Kolben gehabt. Da habe ich die neuen Kolbenringe drauf gemacht und der passte auf einmal in den Zylinder rein. Warum? Ich habe keine Ahnung. Die Maße stimmten alle. Also manchmal steckt man einfach nicht drin. Ich habe den Zylinder vorhin draufgeschraubt, bin eine Runde gefahren, 3-4 Kilometer, läuft. Läuft wie Butter, kein Knistern, nix. Boah, ey, ich bin so froh. Jetzt kommen die letzten Arbeiten, ein paar Schmucksteine dran machen, damit es auch wirklich ein Mädchenmofa wird. Und dann bin ich fertig.